Guten Morgen. Wie Sie alle wissen, kommt am Donnerstag die Bauordnung in den Wiener Landtag. Und wir haben uns beraten und wir werden nicht zustimmen. Und das hat mehrere Gründe. Vorausgesetzt oder vorausschauend möchte ich mal sagen, dass wir uns erwartet hätten, auch zu schauen, dass man bundesweit in eine Vereinheitlichung kommt. Das heißt, unser Wunsch ist eine bundeseinheitliche Bauordnung, wo nicht in jedem Bundesland zum Beispiel die Höhe der Geländer oder die Raumhöhe anders geregelt ist. Das heißt, hier mal grundsätzlich gab es keine Bemühungen, zu einer Vereinheitlichung zu arbeiten. Und die SPÖ und die Grünen hatten auch nicht den Mut, die Bauordnung von Grund auf neu zu denken. Die Bauordnung ist von 1929, das ist schon relativ alt. Und wir sehen an der jetzigen Novellierung, dass im Kleinen an dieser ursprünglichen Bauordnung von 1929 weitergearbeitet worden ist, aber es ist kein neuer Entwurf, es ist kein großer Entwurf und die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen haben sich seit 1929 massiv geändert und da ist das, was die Bauordnung jetzt sie vorsieht, einfach viel zu wenig. Wir hätten uns des Weiteren einen transparenten Prozess gewünscht, auch mit der Einbindung und weder noch hat es gegeben, weder Transparenz noch Einbindung. Unsere Vorschläge und die Vorschläge auch der anderen Oppositionsparteien und vieler Stakeholder wurden einfach ignoriert. Es gab da sogar Gespräche mit der Stadträtin im September, am 25. September mit der Frau Gahl, wo sie uns direkt auch gesagt hat, nein, es ist zu spät, um überhaupt noch Änderungswünsche mit einzubeziehen. Hat uns dann gewundert, weil die Änderungswünsche der Arbeiterkammer sieht man dann doch noch in der Bauordnung. Also wie in der Arbeiterkammer hat hier anscheinend mehr Sprachrohr und mehr mitzureden als die Wiener Landtagsfraktionen in der Opposition. Transparenz gibt es deshalb nicht, weil im Begutachtungsverfahren 60 Stellungnahmen eingereicht worden ist, die wir allerdings nicht sehen können. Das heißt, die Stellungnahmen werden nicht veröffentlicht. Es wurden lediglich 33 Stellungnahmen veröffentlicht. Halte ich für demokratiepolitisch für problematisch, dass vor allem von Verbänden und privaten Initiativen die Stellungnahmen für uns nicht zugänglich sind, halte ich für sehr, sehr fragwürdig. Insgesamt ist eine Bauordnungsnovelle herausgekommen, die nicht so mutig ist, nicht so weitgehend ist und auch nicht ausreichen wird, um leistbares Wohnen zu ermöglichen, weil die Baukosten nicht gesenkt werden. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass für leistbares Wohnen auch die Baukosten gesenkt werden müssen. Und natürlich in einer wachsenden Stadt wie Wien braucht es leistbares Wohnen. Und Rot-Grün schreibt ja auf ihre Fahnen, dass sie mit dieser Zweidrittelregelung für geförderten Wohnbau jetzt leistbares Wohnen schaffen in zwei Drittel der Fälle. Ich frage mich schon, wenn man sagt, zwei Drittel leistbares Wohnen, ist es dann ein Drittel nicht leistbares Wohnen? Unsere Auffassung vom Wohnbau ist, dass es leistbaren Wohnraum für alle geben soll und nicht für zwei Drittel. Und das erreicht man vor allem über das Senken der Baukosten und das schafft diese Bauordnung nämlich nicht. Zu dieser neuen Widmungskategorie geförderter Wohnbau. Wir sind da prinzipiell gesprächsbereit, eine solche neue Widmungskategorie auch anzudenken, solange nicht in bestehende Rechte eingegriffen wird. Das ist für uns wichtig. Und wenn man so eine Regelung einführt, so eine Widmungskategorie, muss man auch darauf achten, dass das Budget dafür vorhanden ist. Und wir sehen bei der jetzigen Regelung, dass es eine reine Mogelpackung ist, weil im Budget für 2019 die Wohnbauförderung gesenkt wird. Um 24%. Das heißt, einerseits wird gesagt, wir wollen eine Widmungskategorie für geförderten Wohnbau und andererseits werden die Wohnbaumittel gekürzt um 24%. Und das passt nicht zusammen. Und wir haben uns das auch genau angesehen, wie viel Geld fehlen wird. Unter der Annahme, dass in Zukunft 60% gefördert errichtet wird, das ist eine sehr konservative Annahme nach den ambitionierten Vorgaben der Regierung, und dass eine geförderte Wohnung im Schnitt 60.000 Euro Wohnbauförderung bekommt. Wenn man das annimmt, dann gibt es eine Finanzierungslücke im nächsten Jahr von 14 Millionen Euro im Budget und über die kommenden 4 Jahre von 43 Millionen Euro. Und das sind jetzt sehr konservativ gerechnete Zahlen von uns, weil wir gehen davon aus, dass die Finanzierungslücke, wenn es wirklich diesen geförderten Wohnbau in dem Ausmaß geben wird, sogar noch höher sein wird. Das heißt, diese Kategorie, diese Widmungskategorie ist eine Mogelpackung, weil sie im Budget nicht ersichtlich ist und darum halten wir das auch für fragwürdig. Wir haben eigene Vorschläge, wie wir Wohnen günstiger machen
können und wollen, und das setzt bei den Baukosten an. Da bitte ich dich, Thomas, auch unsere Ideen hier auch vorzustellen. Ja, zuerst einmal auch einen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich sehr auf die Debatte zur Bauordnung im Landtag am Donnerstag. Wie schon gesagt, wir sehen das Thema der Baukosten als ganz einen wesentlichen Hebel, wenn es darum geht, über günstigeres Wohnen zu sprechen. Und wir haben hier sehr konkrete Vorschläge gemacht. Das steht bei uns einmal ganz oben auf der Liste, das Thema Stellplatzverordnung. In der vorliegenden Novelle gibt es im Wesentlichen keine Veränderung, was die Stellplatzverordnung betrifft. Sie sind nach wie vor verpflichtet, für 100 Quadratmeter Wohnnutzfläche einen Stellplatz zu schaffen. Stellplätze sind ein ganz ein wesentlicher Kostentreiber, wenn wir über das Thema Bauen sprechen. 20.000 Euro in etwa pro Tiefgaragenplatz. Und wir sind hier, und das haben wir in den Gesprächen auch immer gesagt, auch in dem Vorabtermin mit der Frau Stadträtin, wir sind ja ganz klar für die Abschaffung der Stellplatzverpflichtung. Werden diesbezüglich am Donnerstag auch im Landtag einen Antrag einbringen. Das zweite Thema ist das Thema der Widmungskategorie der gemischten Baugebiete. In den Stadtplanungsunterlagen, also im Strategiepapier für 2025, ist ganz klar als strategisches Ziel der Stadt Wien festgehalten, dass es belebte, durchmischte Stadtteile geben soll. Diesbezüglich würden wir vorschlagen, die Widmungskategorie des gemischten Baulands derart zu ändern, dass es tatsächlich möglich ist, aus Betriebsflächen Bauland zu erzeugen, also Bauland umzuwidmen. Da habe ich ein konkretes Beispiel mitgenommen. 700.000 Quadratmeter Büroflächen sind derzeit in Wien frei. Wir sehen das als einen enormen Hebel, wenn es darum geht, leistbares Wohnen zu ermöglichen und leistbaren Wohnraum zu schaffen. Dazu bedarf es nur zwei Sachen. Erstens Private an Bord holen und zweitens die rechtlichen Rahmenbedingungen für diese Umwidmungen zu schaffen. Der dritte Punkt, den ich anführen möchte, das ist das Thema der Trennung von Bad und WCs. Das wäre ja ursprünglich im ersten Entwurf in der Bauordnung vorgesehen, wurde aber aufgrund der Stellungnahme der Arbeiterkammer wieder rausgestrichen. Wir sehen in der Zusammenlegung von Bad und WC tatsächlich einen Hebel, was das Thema Senkung der Baukosten betrifft, ganz besonders im Hinblick auf die Barrierefreiheit. Und letztendlich habe ich Ihnen noch den Punkt mitgenommen, Mindestgröße der Wohnung. Hier hätte der Erstentwurf der Bauordnung vorgesehen, dass die Mindestgröße der Wohnung auf 25 Quadratmeter gesenkt wird. Tatsächlich ist es so, dass das auch aufgrund der Stellungnahme der Arbeiterkammer wieder rausreklamiert wurde und dass die Mindestgröße jetzt mit 30 Quadratmeter unverändert bleibt. Wir hätten darin auch einen Hebel gesehen, günstigeren Wohnraum zu schaffen, ganz besonders in dem sehr begehrten Bereich der Kleinwohnungen. Alles zusammen, der Christoph Wiederkehr hat schon gesagt, ist für uns die Bauordnung kein großer Wurf. Da hätte es bei weitem mutigere Schritte gebraucht, um günstigeren Wohnraum zu schaffen. Viele Innovationen, die im ersten Entwurf drinnen waren, sind wieder rausgestrichen worden. Für mich ist das eigentlich eine vertane Chance, wenn es darum geht, über leistbares Wohnen zu sprechen.